Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusstsein TV. Heute habe ich einen interessanten Interviewgast, Rainer Weichmann, und er hat ein tolles Konzept entwickelt, und zwar geht es dort um eine Quantenmethode. Aber darüber wird er euch gleich selbst was erzählen. Und zwar, es gibt drei Bereiche. Der erste Bereich, Quantum Money Methode. Dann der zweite ist Quantum Life Changing Methode und die Quantum Change Methode. Und darüber werde ich mit Rainer gleich sprechen. Wir kennen uns schon persönlich und daher werden wir uns auch mit Vornamen ansprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Bis dann. Eure Alex. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview hier bei Bewusstsein TV. Ich freue mich, heute Rainer Weichmann hier begrüßen zu dürfen. Und es geht um Quantenphysik und seine Methode, die er entwickelt hat. Ich lasse ihn da am besten selbst zu Wort kommen, weil er kann euch das am besten erzählen. Ich gebe das Wort an Rainer weiter. Viel Spaß beim Zuhören und Zusehen. Ja, liebe Alexandra, vielen herzlichen Dank für die tolle Einführung. Ja, erstmal vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin 48 Jahre jung. Ich bin leider schon zweimal geschieden, aber sehr glücklich in einer Beziehung lebend und habe also in meinem Leben schon sehr, sehr viele Höhen und Tiefen miterleben dürfen. Also meine höchsten Höhen waren, denke ich, so die zwei Gründungen von zwei Unternehmen, die dann auch in der Folge relativ gut funktioniert haben, bis zu mehreren Millionen Monatsumsatz. Und die Tiefen waren dann eben die Verluste dieser beiden großen Unternehmensgründungen und die daraus folgenden Insolvenzen, also die gewerblichen und dann irgendwann eben auch die private Insolvenz. Und irgendwann einfach auch der Punkt, wo ich dann tief in den Drogensumpf abgerutscht bin. Also nicht nur die Geschichte, dass man gelegentlich mal oder vielleicht ein bisschen häufiger einen Joint raucht, sondern es war also wirklich fast alles Opiate habe ich nie angefasst, aber alles andere habe ich mitgenommen und war dann einfach an einem Punkt, wo ja, ich glaube mal, wenn mir da mein Mentor damals nicht über den Weg gelaufen wäre, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Der hat 2016 etwas in mir gesehen, was ich selber an mir zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe, auch gar nicht sehen konnte, weil ich ja den Großteil meiner Zeit wirklich im Drogenrausch verbracht habe. Und der hat gesagt: Mensch, der Rainer, geiler Typ. Das waren so seine ersten Worte, die er zu mir gesagt hat. Und hat mich dann mitgenommen auf eine sehr spannende Reise. Ich durfte, also er hat mir einfach wieder eine Aufgabe gegeben. Er hat mir so einen Sinn auch in meinem Leben wieder gegeben, ohne dass das jetzt irgendwie riesige Geschichten waren, sondern es waren nur so kleine Impulse. Schau doch mal, kannst du dir hier und da kannst du da und vergleich dich doch mal ein bisschen mit anderen. Wobei das Vergleichen mit anderen schon nicht unbedingt immer sinnvoll ist, aber es gibt sinnvolle Momente, wo man sich das dann einfach klar machen muss, dass es einem noch lange nicht so schlecht geht wie vielen, vielen anderen Menschen. Und deswegen kann man dann auch sich wieder schneller in die positivere Energieschwingung begeben. Auf jeden Fall von dem Moment an ging dann die spannende Reise los. Ich habe also am 1. Januar 2017 habe ich zum letzten Mal in der Früh ich glaube 10:30 Uhr war es oder 11, also so in der Dreh rum, das letzte Mal Drogen konsumiert und ich bin seitdem komplett clean. Also ich habe keine Drogen mehr angefasst. Also krasse Alkoholausfälle hatte ich auch keine mehr. Bin also dann im Jahr 2017 in die Ausbildung zum Master of Collective Reframing gegangen. Das hört sich jetzt sehr spannend an, ist es auch sehr spannend. Es ist aber nicht so schlimm, wie man sich das vorstellen sollte, denn es ist tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Ausbildung und kein Studiengang. Und da geht es um die Beeinflussung des kollektiven Bewusstseins. Und da habe ich gelernt, dass man mit den Gedanken und vor allem mit den Gefühlen Wunder erleben kann und bewirken kann. Und bin dann aber weitergegangen und habe noch weitere Ausbildungen gemacht. Ich habe die chinesische Quantummethode erlernt. Ich habe Energiemedizin nach Cindy Dale an mir angeeignet. Ich habe das biologische Heilwissen nach Rainer Kanner mir angeeignet und noch einige Sachen mehr. Und diese Sachen waren alle insgesamt recht gut, aber jedes für sich hatte so seine einzelnen Bestandteile, wo ich gesagt habe, da fehlt da noch was und da fehlt da noch was. Und irgendwann habe ich dann begonnen zu sagen, okay, und wenn ich jetzt aus all dem, was ich gelernt habe,
jeweils das Beste rausnehme, was passiert dann? Und dann habe ich daraus meine eigene Technik entwickelt, meine eigene Energieanwendung, sage ich jetzt mal. Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, weil Therapie darf ich ja nicht sagen. Ich bin weder Heilpraktiker noch Arzt, also habe ich keine Heilerlaubnis. Deswegen sind es Energieanwendungen. Und das nennt sich jetzt Quantum Change, die Veränderung des Quantenfelds. Denn genau über den Weg gehen wir. Wir gehen über das Quantenfeld. Und das war aber dann so erst der letzte Schritt der Methode. Also die Methode, die vorher kam, war die Quantum Life Changing Methode. Das war dann also die Entwicklung meines eigenen Coaching-Programms aus diesen Erkenntnissen auf dem Weg zum Quantum Change. Und noch ein Stück vorher war die Quantum Money Methode, der Einstieg für alle die kam ja, lag, war ja auch naheliegend, dass den Menschen zu helfen und denen zu zeigen, wie es geht, wie es mir selber gegangen ist. Also wenn du da standest, erfolgsmäßig, und bist so richtig abgesackt, dann weißt du natürlich auch, wie es funktioniert, wenn du da unten bist und wieder hochkommst. Also so war mein Ansatz. Das funktioniert auch sehr gut. Und momentan ist aber unser größtes Standbein die Quantum Life Changing Methode. Und das ist ja auch das, worum es jetzt heute zumindest in meinem ersten Step gehen soll. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass du so offen uns deine Geschichte erzählt hast, weil es ist ja erstmal auch nicht einfach und auch schon mal gar nicht selbstverständlich, sich so zu öffnen. Und ich bin jetzt wirklich schon ganz gespannt, die Zuseher und Zuhörer mit Sicherheit auch, was das jetzt mit deiner Methode auf sich hat. Dann leg doch mal los und erzähl uns mal, welche Methode du jetzt erklärst, weil du hast ja drei, hast du ja gesagt, entwickelt. Oder die haben sich aus dieser ersten Methode immer weiterentwickelt. Ja, erzähl doch einfach mal genau um die erste Methode. Gut, wir fangen, denke ich, wirklich an mit der Quantum Life Changing Methode, denn das ist so die, die jetzt so nach Corona sich herauskristallisiert, dass es die gefragteste ist, so würde ich es jetzt gerne mal benennen wollen. Und bei der Quantum Life Changing Methode geht es darum, das war eben auch so eine Erkenntnis, die ich von meinem Mentor oder durch meinen Mentor eben haben durfte. Wenn du beginnst, einen einzigen Lebensbereich in deinem Leben zu bearbeiten, die Schwingung da drin zu erhöhen, dann ziehst du, also dann bewegt es alle anderen Lebensbereiche mit nach oben. Ich mache da mal ein Beispiel drauf, wenn ich im Bereich Gesundheit sehr eingeschränkt bin und unter Gesundheit fallen eben zum Beispiel auch Drogen. Und da darf ich gerade noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Ja, das Essen ist tatsächlich so ein Thema. Januar 2022 habe ich meine letzte Zigarette geraucht. Das hat jetzt tatsächlich noch ein bisschen dazu geführt, dass ich mit dem Gewicht nach oben gegangen bin. Allerdings ist das so das Thema, wo ich sage, ja, ich habe also alles andere Stück für Stück gehen lassen dürfen. Dann wird auch mein Gewicht zu dem Zeitpunkt, wo es passt, einfach wieder gehen. Und das, ich sehe es also jetzt auch nicht als Sucht an, dass ich zu viel esse, sondern da passt einfach gerade was vom Stoffwechsel nicht. Ist aber auch etwas, was ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner eigenen Überzeugung heraus gerne jetzt angehen würde über das Quantenfeld. Denn Diäten gibt es mehr als genügend. Und Coaches, die einem erklären, was ich alles tun muss, damit ich einen schönen Körper habe, gibt es auch mehr als genug da draußen. Und ich möchte jetzt um Gottes Himmels Willen auch keinem da draußen sagen, dass er einen schlechten Job macht. Im Gegenteil, die sind alle richtig gut. Ich glaube aber, dass mein Ansatz alleine aufgrund meiner Vergangenheit einer sein, dass ich auch da übers Quantenfeld die Lösung finden darf und das dann auch an ganz, ganz viele Menschen weitergeben darf. Das ist so eben mein großes Forschungsprojekt. So bleiben wir, gerade weil es gewichtmäßig eben auch zur Gesundheit passt, das war so auch die Brücke dazu. Wenn ich also im Bereich Gesundheit eingeschränkt bin und nehmen wir da jetzt mal, also nicht irgendwie dramatische Krankheiten, nehmen wir einen ganz simplen Schnupfen, dann hat das Einfluss auf meinen gesamten Tag. Und vielleicht sogar auf die Tage danach. Da kann es dann aber auch sein, wenn ich in dieser Energie bin, die ein Schnupfen mit mir macht, dass ich also, was weiß ich, 100 Taschentücher am Tag verbrauche, worauf hat es Einflüsse? Es hat Einflüsse auf meine Attraktivität, denn ich fühle mich sicherlich nicht attraktiv, wenn ich die ganze Zeit am Hatschi Hatschi und vielleicht auch so eine Knollnase im Gesicht habe, weil sie rot und geschwollen ist. Hat es Einfluss auf meine Finanzen? Ja, wenn ich selbstständig bin, hat es definitiv Einfluss auf meine Finanzen, weil ich dann nämlich auch keine Aufträge erledigen kann. Also selbst wenn es jetzt keine Ausfälle sind, es verschiebt zumindest den Geldzufluss. Hat es Einfluss auf meine Beziehungen? Wahrscheinlich schon. Denn mein Schatz möchte mich vermutlich nicht küssen, wenn ich die ganze Zeit niese. Also auf all diese Lebensbereiche hat ein lapidarer Schnupfen Auswirkungen.
So, wenn ich jetzt diesen Schnupfen wegkriege und es vielleicht mit irgendwelchen Wundermitteln, Hausmittelchen oder eben energetisch auf die Schnelle, dann kann ich verhindern, dass diese Auswirkungen eintreten. Und genau an dem Punkt setzt quasi die Quantum Life Changing Methode an. Also der Hintergedanke ist jetzt nicht erst die Menschen dort aufzufangen, die schon so wie ich ganz unten waren oder ganz unten sind. Die gehören sicherlich auch dazu, natürlich, gar kein Thema. Aber eigentlich geht es darum, mit der Quantum Life Changing Methode bereits die Prophylaxe zu betreiben. Also quasi, so wie ich ja auch jeden Tag Zähne putzen gehe, zweimal im Idealfall, vielleicht manchmal sogar dreimal. So sollte man eben auch regelmäßig seine Lebensbereiche, seine eigene Energie, seine eigenen Schwingungen überprüfen. Und wenn ich mir heute anschaue, was Nikola Tesla gesagt hat, wenn du die Geheimnisse des Universums entschlüsseln willst, dann musst du in Begriffen wie Frequenz, Schwingung und Vibration denken. Und genau darum geht's. Wenn du nämlich heute in einer Schwingung bist, die niedrig ist, und ich setze mal, also alle negativen Gefühle halte, also weiß ich nicht, das ist messbar, die sind ganz unten. Scham schwingt auf 10 Hertz, Angst auf 100, Mut dann schon auf 200, Liebe, also die romantische Liebe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, irgendwie bei 300 und ein paar 52, und so geht es dann eben nach oben, Freude bei 540, die universelle Liebe schwingt bei 999 Hertz. Also das sind so diese Sachen, wenn ich meine Gefühle verändere, verändere ich meine Schwingung. Und wenn ich meine Schwingung verändere, bin ich auf einer anderen Frequenz. Und das ist wie, und da zitiere ich gerne The Secret, wenn ich einen Radio einstelle, dann bestimme ich die Frequenz. Und über die Frequenz, die ich bestimme, höre ich das Programm, das auf diesem Sender läuft. Und so muss man sich das auch vorstellen. Über meine Gefühle stelle ich mir quasi meine Frequenz ein und auf der Frequenz empfange ich dann. Heißt im Klartext, wenn ich heute im Gefühl der Vorfreude bin, im Gefühl des Glücklichseins, dann empfange ich auch auf diesem Gefühl. Wenn ich aber permanent in der Angst bin und ganz unten in der Angst lebe, dann sind genau diese Themen eben für mich dauerhaft präsent. Und dann kriege ich auch immer mehr davon, weil ich ja auf dem Empfang eingestellt Mal was dazwischen einwerfen. bin. Ja, Ich bin ja oder ich arbeite ja auch im Bereich Sinnesförderung und konzentriere mich da auch nicht nur auf die fünf Sinne, sondern eben auch auf unseren Gefühlssinn beziehungsweise auf die Emotionen. Und da muss man dann ja auch immer das ein bisschen getrennt sehen. Gefühl ist wieder was anderes als Emotion, ne? Also wenn ich ein Gefühl habe, der, ich sage jetzt mal, Liebe, ist es ja wieder was anderes, als wenn ich emotional liebe. Also es ist wirklich ganz schwierig, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil viele vermischen das, aber das sollte man eigentlich nicht vermischen. Gefühle und Emotionen, dass es eben Unterschiede da drin gibt. Was ich noch auch mal eine Frage habe, es geht ja in den Bereich Quantenphysik. Hast du denn da irgendwelche, ich sag jetzt mal, Forschungen oder irgendwas anderes da vorgenommen, weil das ist ja auch ein Weg, den man geht. Man lernt natürlich das von seinem Coach. Das ist ja Theorie sozusagen und man muss dann ja auch erstmal in die Praxis gehen. Deine Methode eben für dich selbst entwickelt, was du jetzt für dich selbst gefunden hast, dass es zu dir passt. Und so ist es ja auch immer richtig. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Coaches und das nehmen wir dann auch auf und schauen uns an, was aus diesen oder was wir aus diesen Worten, was der Coach zu uns sagt, natürlich für uns rausnehmen können. Und da spielen, so wie du gesagt hast, auch dann Gefühle und Emotionen eben wieder eine Rolle. Wir müssen halt einfach sehen, was passt für uns persönlich. Das ist einfach so. Und diese Life-Changing-Methode, die du jetzt gerade ansprichst, ist dann ja auch so, so habe ich das jetzt verstanden. Du gibst natürlich was jeden auch mit auf den Weg, aber jeder kann sich natürlich da draus oder man entwickelt sich ja dann auch selber. Gibst es mit deiner Methode sozusagen einen Grundstock an die Hand und zeigst uns, wie man in diese, ich sage es mal, in diesem Quantenbereich dazu einen Zugang findet. Habe ich das dann richtig verstanden?
Das, glaube ich, kann man ganz genau so sagen, wie du das gerade gesagt hast. Also es ist so, dass ich mit der Quantum Life-Changing Methode den Menschen zeige, dass das, was wir tun, eben nicht esoterischer Blödsinn ist oder dass es irgendetwas auch von mir zusammengesponnenes ist, sondern das Quantum ist quasi der wissenschaftliche Beweis dafür, warum das, was ich sage, auch wirklich Hand und Fuß hat und draußen funktioniert. Und das sind tatsächlich Naturgesetze. Wenn die bei mir funktionieren, funktionieren die bei jedem anderen Menschen auch. Denn das ist ja der Punkt, wo ganz viele Menschen sagen, naja gut, beim Rainer muss das ja funktionieren, der macht es ja schon, keine Ahnung. Und der Unterschied ist halt gewesen, dass ich dann oft gesagt habe, also nicht oft, sondern immer gesagt habe, das kann das Ende noch nicht gewesen sein. Es gibt ja auch diesen einen Film, wo es immer darum heißt, solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das war so das Gefühl, das in mir war. Und heute bin ich sogar mittlerweile so weit, dass ich sage, selbst wenn es gut ist, ist es noch lange nicht das Ende, denn das Ende ist weit jenseits dieses Lebens. Und das sind einfach die Erfahrungen, die ich mitbringen durfte und mitgemacht habe in diesen Jahren der Tiefschlägen. Und das gebe ich heute an die Menschen weiter. Wir fangen bei der Quantum Life-Changing Methode immer mit einem Zwei-Tages-Präsenzseminar an. Und dieses Zwei-Tage-Präsenzseminar, da kriegt man alles mit, was man zu diesem Lebensbereich, in dem es jetzt geht, dann eben, und das sind eben 9 Stück, die wir da festgemacht haben. Da haben wir uns ein bisschen an der WHO orientiert. Da haben wir uns eben angelehnt und ich habe also erkennen dürfen, dass das, was wir in diesen an Lebensbereichen haben, da passt alles, was mir von meinen Klienten an mich herangetragen wurde, hat bislang auch in diese 9 Lebensbereiche gepasst. So, jetzt fangen wir mit einem Lebensbereich an und da fängt er mit der Klient oder der Interessent mit 2 Tagen live und in Farbe an. Da kann man mich aber anfassen, kann man mich auch abends mal auf die Seite nehmen, vielleicht mal 2 Takte so reden und dann geht es eben weiter. Danach geht es online weiter, 3 Monate. Zu jedem Lebensbereich gibt es dann spezielle Aufgaben, die die Energie in dem einzelnen Lebensbereich nach oben fahren. Und in diesem Lebensbereich, wenn wir den nach oben gefahren haben, dann gibt es die nächste Aufgabe, dann steigt die Energie weiter, dann gibt es die nächste Aufgabe, dann steigt die Energie weiter. Und dann ist es eben der Unterschied zu dem, was man bei vielen anderen Seminaren hat. Du gehst ja auf ein Seminar, die schießen dich bis daher und dann sind 3 Tage oder 2 Tage rum und dann dauert es nicht lang und du fällst wieder ab und das war's. Und deswegen machen wir das eben wiederholt und aufeinander aufbauen und Lebensbereich für Lebensbereich, denn da geht es auch nach oben. Und du fällst natürlich auch wieder ab, aber durch die Online-Begleitung eben nimmer bis da runter, sondern vielleicht nur noch bis hierher. Und dann geht es, ja, und so, also so ist die Aufwärtsspirale eindeutig nachweisbar, erkennbar bei jedem meiner Teilnehmer. Und wenn man die 27 Aufgaben, also 27 Monate, 9 Lebensbereiche durch hat, dann hat man wirklich in jeden Lebensbereich einmal intensiv reingeguckt und dann sage ich auch, ist gut. Ne? Dann weiß jeder der Teilnehmer, wie es geht, um sein Leben weiter Stück für Stück für Stück nach oben zu bringen. Der Meinung, wenn das einer durch hat, dann lebt er ein dauerhaft anderes, glücklicheres Leben als vorher, also noch glücklicher als Und kannst du mir die 9 Lebensbereiche da nennen? vorher. Wir haben den Lebensbereich der Gesundheit, wir haben den Lebensbereich der Beziehungen, genau, Arbeit ist ein Lebensbereich, privat, also Freizeit ist ein Lebensbereich. Da können wir ja dann mal auf der, kann man ja auf der Internetseite sich informieren bei dir. Wie gesagt, die stelle ich auf jeden Fall unter das Video dann darunter Ja. und dann kann man sich darüber dann auch informieren, welche Lebensbereiche denn ihr ansprecht. Und das, jeder Lebensbereich, habe ich richtig verstanden, geht 3 Monate. Genau. Jeder Lebensbereich geht 3 Monate. Und dann fangen wir mit dem nächsten an. Und es ist auch vollkommen egal, in welchem Lebensbereich wir gerade einsteigen. Also wenn jetzt jemand sagt, also mit Sorgen, Ängsten und Schuldgefühlen habe ich mal gar kein Thema, da bin ich echt fein raus. Aber mit meinem Selbstbewusstsein hapert es oder mit dem universellen Bewusstsein bin ich nicht ganz so d'accord. Oder ja, vielleicht im Bereich Beziehungen hapert es vielleicht ein wenig. Also das sind so die Dinge, wo man sagen kann, wenn ich einen anfange, nach oben zu bearbeiten, dann zieht es alle anderen mit. Das ist einfach die Erkenntnis daraus. Und meinst du, dass man dann eben, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mit Finanzen, da würde ich jetzt gerne einsteigen. Und also wenn du mir jetzt sagst, es sind jetzt 9 Lebensbereiche und ich würde jetzt sagen, spontan 6 von den Lebensbereichen, denke ich, bin ich ganz gut aufgestellt, aber 3, da hapert es und da bräuchte ich jetzt Unterstützung. Würde das dann auch funktionieren, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt meine, ich habe jetzt die 3 Lebensbereiche rum, wo ich gemeint habe, okay, das hapert und da bin ich jetzt wirklich gestärkt.
Würde das dann auch reichen oder muss ich dann diese neuen Lebensbereiche durchschreiten oder durchgehen? Nein, also das muss natürlich niemand irgendetwas durchschreiten oder durchgehen. Es macht halt Sinn, ne? Also es ist einfach logisch zu sagen, wenn jeder Lebensbereich den anderen mit beeinflusst und nach oben wie nach unten ziehen kann, dann bearbeite ich einfach jeden der neuen einmal und verändere damit insgesamt mein Leben nach oben. Das ist der Sinn hinter der gesamten großen Life-Changing Masterclass, die da steht, dahinter steckt. Aber wenn du sagst, du möchtest nur Lebensbereich 1, 2 oder 3 haben oder 3, 5 und 7, dann kannst du die natürlich auch einzeln mitmachen. Das ist jedem frei und alleine überlassen. Und natürlich ist es am allersinnvollsten, bevor irgendjemand irgendetwas bucht, sich bei mir ein kostenfreies Impulsgespräch zu buchen, damit wir einfach mal drüber reden. Ne? Aus dem Sinn heraus, wo kommst du, also wie ist deine Situation? Und wie möchtest du damit umgehen? Denn es gibt durchaus Situationen, wo ich sage, da ist Life-Changing tatsächlich der falsche Einstieg, sondern da Okay. ist, macht es dann eben Sinn, auf die andere Methode auszuweichen. Ja, du hast ja gesagt, dass es gibt ja noch zwei andere Methoden und das Life-Changing, ich meine, es sagt ja natürlich auch der Name schon, da geht es ums Leben im Allgemeinen.